Miss Germany? Ja, die amtierende von 2009. Wirklich? Und ja. Wer hat dich denn gewählt? Wer wählt denn sowas? Ja, es gibt verschiedene Wahlen, und zwar erstmal die Regionalwahlen. Das organisiert die Miss Germany Corporation in Oldenburg. Und nach der Regionalwahl, also ich war Miss Baden, dann ging es weiter zur Miss Baden-Württemberg. Dann hatte ich den Titel im November letztes Jahr gewonnen. Miss Duschen denn? Ja, nach Miss Baden? Ja, Miss Baden, dann Miss Baden-Württemberg. Und dann geht man als Landesvertreterin ins Miss Germany-Finale. Ey, du bist ein bisschen zu dick. Nee, das haben sie zu mir nicht gesagt, aber das würden sie vielleicht zu dir sagen. Hey, ich bin nicht dick, das sieht nur so aus. Im Fernsehen sieht nur so aus, ich bin dick. In Wirklichkeit bin ich ja viel leichter. Ja, TV macht ja immer 5 Kilo mehr drauf, ne? Also bin ich jetzt 55, so. Jetzt steht hier alles offen. Jetzt wirst du bestimmt irgendwann mal moderieren. So sieht es ja meistens aus. Du moderierst und dann machst du deine eigene Kollektion. Ja, so könnte es kommen, ja. Ist doch meistens so, oder? Ist meistens so, und wie sieht der Terminkalender jetzt aus? Du bist jetzt hier für welche Firma? Für die Firma Luxoir, die sponsert mir auch die Abendkleider. Und das sind super schöne Abendkleider. Ich habe zig Abendkleider und zu jedem Anlass kann ich dann immer ein Abendkleid wählen. Mhm. Das macht auch sehr viel Spaß. Also ich habe sehr viele repräsentative Aufgaben. Also der Unterschied... Die Trögen sind, oder? Ganz ehrlich. Nicht unbedingt. Also ich hatte vor kurzem die Angela Merkel kennengelernt. Das meine Schwester? Ja. Das ist meine Schwester. Ich bin nämlich der, du weißt, du kennst mich auch bestimmt, der Bundesmoderator. Ja? Ah, okay. Und sie ist ja Bundeskanzlerin. Ja. Und vor allem dessen passt noch zusammen, ja? Die Angela und ich. Und die hast du getroffen? Wie saß denn so... Nein, also das war schon ein gewählter Termin, wo wir beide aufgetreten sind und das war eine sehr nette Persönlichkeit. Was hat sie gesagt? Sagt sie denn schick oder was sagt sie dazu? Nee, wir hatten einen Smalltalk, was ich davor gemacht habe, bevor ich Miss Germany geworden bin. Und dann sind wir natürlich ein bisschen über die Wirtschaft unterhalten, weil ich studiere BWL. Ja. Es gibt wirklich Models, die studieren? Ja, das gibt's. Es hört an wie Science Fiction, nicht gaffen hier. Bitte weitergehen. Und jetzt, der Bundesmoderator bewegt was. Oder haben Leute zu dir auf der Straße gesagt, du siehst aber sehr gut aus, bewerb dich mal da. Nee, also ich habe immer nebenbei gemodelt, so klein, aber immer bei Modenschauen, aber auch Katalogmodel. Und dann hat es mich irgendwie auf die Miss-Schiene gebracht und ich muss sagen, es macht auch sehr viel Spaß als Miss. Dann lernt man natürlich so schräge Vögel kennen wie dich. Ich bin doch nicht schräg. Bin ich schräg? Nee. Sehen Sie mal, hier die Frau sagt, ich bin nicht schräg. Wenn ich jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt schräg sein sollte, ja, müsste ich ja so sein.